Hey, Pippi Langstrumpf, holla hi, holla ho, holla hopp, sassa. Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ja, heute habe ich euch die Limited Sammler Edition der Pippi Langstrumpf TV-Serie mitgebracht. Dabei handelt es sich um um eine Sonderverpackung im Schuber. Die enthält die gesamte Serie von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf aus den Jahren 1969-1970. Und dazu bekommen wir auch noch die Dokumentation über Astrid Lindgren. So schaut das Ganze aus. Ganz wichtig, hier haben wir, wie ich bereits sagte, die TV-Serie drin und nicht die Filme. Wobei es handelt sich ja inhaltlich quasi um das Gleiche. Die Filme, das war ein Zusammenschnitt der TV-Serie, aber anders synchronisiert. Wir hatten also andere Synchronsprecher, wobei der Sprecher des Tommy spricht in dem Fall Pippi. Etwas merkwürdig, klingt komisch, ist aber so. Wie mein Freund, ach Freund, wie der große Erklärbär im Himmel sagen würde. So, das ganze Teil ist auf 5000 Stück limitiert, dürfte jetzt also unter Umständen gar nicht mehr zu bekommen sein. Die Auflösung, wichtig, dass der Film oder die Serie befindet sich in einer Auflösung von 1080i auf den CDs. Das heißt, wir haben hier nicht wirklich Full HD, aber die Qualität stimmt meines Erachtens trotzdem. Alles, was ihr über die Qualität und die Serie wissen müsst, findet ihr auf blu-raydisc.de. Da habe ich vor geraumer Zeit eine Rezension geschrieben, die verlinke ich euch unten. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was hier alles drin ist. Einmal können wir diesen Schuber aufmachen. Klar, dafür sind Schuber ja da. Beziehungsweise, was heißt Schuber? Das ist ja, doch, ist ein Schuber. Wir holen den ganzen Krempel mal hier raus. Dann können wir uns den Schuber mal von innen ansehen. Hier ist auch ein Haar von Pippi Langstrumpf. Das ist rot. Nee, Quatsch, das ist vermutlich von einem meiner Kinder. Oder vielleicht von meiner Frau. Für mich persönlich ist es zu lang. Dann haben wir hier vorne die TV-Serie. Und hier haben wir die Dokumentation. Die Dokumentation hat eine Laufzeit von 44 Minuten. Ist nur auf DVD. Aber ja, ist ja auch quasi nur das Bonusmaterial. Deswegen wollen wir da mal gar nicht so kritisch sein. Astrid Lindgren, hier erfährt man wirklich sehr viel. Das Ganze ist in deutscher Sprache, soweit ich mich erinnere. Dann haben wir hier das Herzstück der Box, nämlich die Serie. Das kann man hier so aufklappen. Dann haben wir hier drin diese schönen Bilder. Und wenn wir das weiter aufklappen, kommen noch mehr Bilder. Hier Captain Blaubär als Pirat. Wolfgang Völz. Auch ein ganz großer. Astrid Lindgren, starke Geschichten für starke Kinder. Hier noch ein paar Texte. Hier haben wir dann die einzelnen Episoden. Ja, das Ganze ist erschienen bei Universum Film und wie gesagt, limitiert auf 5000 Stück. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es da drunter ausschaut. Da haben wir nämlich auch immer hier dieses Bild, das sich auch auf der jeweiligen Blu-ray befindet. Tada! Serie 5, Serie 4, Serie 3, Serie 2. Und natürlich des guten Anfang Serie 1. Jo, was mir hier leider fehlt, ist ein Booklet. Das hätte man hier wirklich noch gebrauchen können. Hätte ich schön gefunden, wenn man das noch beigelegt hätte. Hier haben wir auf der Rückseite aufgeführt, wie oder wo sich die einzelnen Episoden finden lassen. Und das vereinfacht die Sache natürlich erheblich. Ja, eine Serie, die mich in meiner Kindheit begleitet hat, die meine Kinder jetzt dank dieser Veröffentlichung ebenfalls begleitet. Ich meine, klar, das läuft ja auch immer wieder im ZDF, im Bezahlfernsehen, das sich wirklich lohnt. Aber trotzdem finde ich, sollte man, gerade wenn man Kinder hat oder Nostalgiker ist, sich diese Veröffentlichung nicht entgehen lassen, wenn man denn eine bekommt noch.
Wie auch immer, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr von Pippi Langstrumpf haltet oder ob ihr den Michel lieber gesehen habt oder diesen unsäglichen Quälgeist Karlsson vom Dach, den ich persönlich gar nicht leiden kann. Was ihr allgemein von Astrid Lindgren haltet und ja, was euch so einfällt. Lasst mir einfach ein paar Grüße da. Wenn ihr schon unten seid, lasst mir auch den Daumen nach oben da. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer. Be Blue. See you.